Hallo und herzlich willkommen zu der kleinen Runde Fernbus Simulator. Am heutigen Tag fahren wir von Halle nach Leipzig und dann von Leipzig nach Potsdam und dann von Potsdam nach Berlin. Ja, könnte lustig werden. Ich weiß nicht, wie lang die Strecke ist, aber ich werde es mal kurz, also es ist jetzt 17:43 bei mir, aber ich ändere jetzt die Zeit. Ich glaube, wir fahren, wobei, abbrechen, wir fahren doch mit der PC-Zeit. Realistisch, ja, passt alles. Wir fahren heute mit dem VDL. Haben wir noch nicht gemacht. Ich habe auch noch keine Dinger noch hier, also keine anderen Skins. Deswegen müsste ich jetzt mit Flipbus genügen. Und da fahren wir gleich mit dem langen Netflix Winter. Ja, das dürfte dann so passen. So. Wetter dynamisch, ja. Spiel starten. So, na endlich. Dann Luge auf. Da ist die Wand hin. So. Schön hier in den Bus rein, kann man die wieder zumachen. Ja, einsteigen. Ist der Zaun schon wieder weg? Was ist denn das? Gut. Motor starten. Oh Gott, das war nicht so geplant, dass da jetzt irgendwie Musik kommt. Vorgang ist drin, da machen wir hier. Gut, dann brauchen wir noch 4. Einmal ein bisschen höher hier. 22 Grad. Alle super, alle gut. Da brennen sie raus und dann können wir gleich losfahren. Oh, Licht. Ah, da ist die Wand. Oh, da ist die Maus im Weg. So, und jetzt ist sie weg. Und dann fahre ich gleich mal bis zum Busbahnhof. Und da sind wir auch schon am Busbahnhof. Also fast. Wer unten rechts schaut, sieht, dass wir fast da sind. So, hier bin ich mal schön raus. Oh, ich muss hier rüber. So. Hier schön rein. Das haben wir gut gemacht. So, hier perfekt. So, oh Gott, was ruckelt denn da so? Ach du Scheiße, ist laut. So, checke die Passagiere ein. Ja, mach ich. Grüezi, mein Ticket? Ja, einloggen, ganz schnell, locker flogig. Du fährst nach Potsdam, das Dankeschön. Stimmt soweit. Mahlzeit, du hier, auch. Mein Ticket. Ja. Vielen Dank. Und Grüezi, du auch. Nö, du fährst nicht nach Konstanz. So, alle eingecheckt, danke, möchtest du auch ich fahre gar nicht mit Ihnen. Ach so. Danke, aber ich fahre gar nicht mit Ihnen. Danke, aber ich fahre. Ich nehme dann den nächsten Bus. Ja gut, und was mit dir? Sehr freundlich, aber nein, danke. Okay, gut. Schaut euch an, wie schön voll der Bus schon ist. Herrlich, nicht? So. Alles du. Motor. Soll ich? So. Motor an. So. Und dann fahren wir auch gleich los. Guck mal, ob ich hier gut um die Kurve komme. Ich hoffe es. Ich will hier keinen Unfall oder sowas bauen. Ja, das hat gut funktioniert. Dann fahren wir gleich hier schön rechts raus. Ja, frei hier passt ja alles. So. Wunderbar. Alles gut, alles schön. Und dann geht es jetzt weiter. Richtung Leipzig habe ich das Gefühl. Das kommt so in etwa hin. So. Nee, ich muss ja gar nicht nach links. Also, ab nach Leipzig. Ein Riesenrad. Da hinten steht's. Das ist doch wunderbar. Habt ihr jemals so eine schöne Stadt gesehen? Bis auf die Wand, da ist alles herrlich hier. So. Dann geben wir mal wieder ein bisschen Gas. Ich will die Ampel noch schaffen. Ja, ich weiß, ich bin gerade ein bisschen zu schnell unterwegs. Aber ganz ehrlich, das stört doch jetzt auch niemanden hier. Da haben wir noch Geld erwischt, das ist gut. So. Aber hier muss ich bremsen, das ist schade. Aber nun gut, wir überspringen die Ampelphasen und treffen uns dann gleich am Zopf wieder.
So, und jetzt fällt noch ein letzter Passagier ein. Potsdam Bahnhof, ja. Was mit euch beiden? Ihr wollt nicht mitfahren, weil ihr seid schon fertig, ne? Ah, toll. Ich kann durch die Frau durchgehen und durch den Herrn hier, aber nicht durch die Tasche. Ich drücke gerade Vollgas. Also, finde ich sehr interessant. Auch hier ein schöner Ticketautomat. Also, wieso kann ich springen? Egal. Diese Knöpfe kann man auch wirklich herrlich lesen. Ja. Weiter geht's. Oh, Hand, ich auf den Motor anlassen. Egal. Ignorieren wir die Kont und geben Gas. So. Abfahrt nach Potsdam. Und dann schlussendlich auch nach Berlin. Wir sehen uns vermutlich gleich wieder. Wir verfolgen momentan einen Flixbus mit, wenn ich, wie fährt der denn? Der fährt ja wie ein Verrückter. Genauso wie wir, ne? Mit einem schönen Italien-Skin, wenn ich das richtig sehe. So. Herrliches Ding einer der Kollegen, der wird es gleich wieder rausscheren müssen. Wenn er keinen Unfall baut. Es wird eng. Was hat der jetzt gemacht? Hat jetzt angehalten oder was? Ach, herrje. Die Flixbusfahrer heutzutage. So, meine Damen und Herren, ich befinde mich nun schon auf dem Weg nach Potsdam. Ja, und wir haben jetzt mal eine ganz kleine Landstraßenfahrt vor uns. Ich kann jetzt das mal zeigen. Wir befinden uns momentan hier und Potsdam ist da. So, ihr wisst Bescheid, wir fahren jetzt Landstraße. Also alles mit Butter. Ja, so ist super. Aber was ruckelst du denn so? Also ich weiß nicht, was der hat. Und das Ding war 6 GB RAM Leistung. Und mein PC hat 16. Also verstehe ich nicht, warum du ruckelst. Aber ich verstehe so vieles hier im Leben, Leute. Das glaubt ihr nicht. So, 80. Ja, das kommt hin. So, jetzt 150, weil Ortsschild, ne? Aber da kommen auch schon die 50. So. Das wird eng. Aber es hat funktioniert. So, ich würde sagen, wir machen hier in Potsdam einen Halt und beenden hier auch die Folge. Weil ich das Gefühl habe, die Folge wird sonst ziemlich lang. Obwohl ich sehr viel rausgeschnitten habe. Ja, aber muss halt trotzdem sein. So. Ich hoffe jetzt, dass die Ampel grün wird. Das wäre mal sehr schön. Boah, ich muss unbedingt meine Anti-Aliasing höher stellen. Seht ihr das? Die Autos ziehen also Geisterspuren hinter sich hier. Das ist schrecklich. Hallo, ich jetzt fahr's halt zu. Was ist das denn für eine Hube? Das ist ja ein ganz neues Lebensgefühl hier. Nicht mehr die Seite. Map, map, map. Und jetzt war richtig. War richtig egal, wie hupe ich hier. Boah, hör auf zu ruckeln. Mensch. Schon ruckelt es nicht mehr. Man muss rückscheit nerven. Wirst du jetzt bitte auch mal grün? Jetzt sehr nett. Ach ja, das Leben ist schlimm, wenn die Ampel rot ist. Da fällt mir eigentlich, ich habe noch gar nicht die Flixbus-Durchsage gespielt. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Das ist doch schön. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Oh Mensch, ist das schon wieder rot. Wählt sich einfach in unser WLAN-Netz. Ach, halt doch die Klappe. Kein Mensch hört dir zu. Leute, ist grün.
Mensch! Junge, fahr doch zu, ich würde auch gerne noch über die Ampel kommen. Wisst ihr was, es ist jetzt nicht schön, was ich mache, aber ganz ehrlich, mir fehlt halt auch der Nerv zu. Du bleib hier stehen. Ich bleibe jetzt da nicht wieder eine halbe Stunde Ampel stehen, nur weil die sich geschafft haben, Gas zu geben. Da habe ich keinen Bock zu. Zumal hier schon wieder rot ist. Und drüben wird wahrscheinlich auch nochmal rot sein. Mit der blöden Ampelschaltung hier im Fernbus-Simulator. Das ist unfassbar. Ich bin aus Leipzig raus in einer herrlichen grünen Welle gefahren. Und jetzt das. Ach Mensch. Jetzt haben die da ewig grün und wir müssen warten. Ich verstehe es nicht. Warum müssen wir warten? Da drüben ist auch kein Mensch, der fährt. Schnallzapfen. Boah. Boah, hör auf zu ruckeln. Ich fahre mit 30 um die Kurve. Was ruckelst du? Nicht mehr Busnummer 18 ruckelt da. Und das mag was heißen. So, hier schön nach rechts gucke. So, hier Flixbus, ja wunderschön. So. Potsdam freigeschaltet. Ja, das ist doch toll. Ah, dieses Geräusch und das zieht so sehr. Motor aus. So. Hier schön. Grüezi, mein Ticket? Ja, danke. Ja, Grüezi. Bin ich hier richtig? Danke. Ja, Mahlzeit. Guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung. Auf geht's. Ja, natürlich. So. Und wir sehen uns dann vermutlich ja, morgen wieder mit einer weiteren Fernsehsimulator. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.